Oh nein, das verkrieg ich doch wieder. Ich nicht in die Pampe reinfliegen. Bist du sicher, dass das Gefährt des obersten Anführers hier verunglückt ist? Ich finde hier nur diese glänzenden Stadt. Verschwindet von hier! Sie versuchen, das Schiff des obersten Anführers zu finden. Hier sind wir das erste Mal angegriffen. Jetzt habe ich die halbe Wüste abgesucht. Ist hier wirklich keine Information. Und war zu dieser verdammten Party würde kommen. Dann will es das Spiel verarschen. Und ein Helm. Das reicht wahrscheinlich noch nicht. Das Unterteil ist so wichtig. Autsch. Tja. Dann werde ich mal, glaube ich, langsam mit dem mit. Wenn wir mal loslegen, zurückkehren. Ja. Die Höhle da oben ist es nicht. Das haben wir schon versucht. Und die ist es auch nicht, weil da kam man raus mit Blick auf den auf das Flugzeug hier. Ja, also das sind Spiele enttäuscht doch auf ganzer Länge. Verspreche mir gerne Sachen, die ich nicht kriege. Ach verdammt. Die Protokolldroide. Du fix und alle, ich bin im Sand versunken und habe einen Schatz gesehen. Ich komme einfach nicht ran, ich muss irgendwie tief in den Sand, aber ich weiß nicht wie. Und den Gleiter, den wir nicht hinkriegen. Ach ja, da kommen jetzt irgendwie mal jetzt da hoch. Wir schauen im freien Spiel nochmal.
ob wir da weitere Hinweise finden. Auf den Verbleib dieser besagten Höhle. Wir müssen jetzt mal weitermachen. C3PO9. Okay. Genau so ist das abgelaufen. Ray? Chewie? Huh? Können wir wenigstens den Sprung selber machen? Wahrscheinlich nicht. Oha. Ray! Sie haben Chewie! Ist ja noch unepisch als im Start. Starten. Chewie! Chewie! Hallo? Hallo. Schon gut. Du bist jetzt bei uns. Chewie hatte den Dolch. Das war der einzige Hinweis zu diesem Wegfinder und er ist weg. In der Tat, die Inschrift existiert nur noch in meinem Speicher. In deinem Speicher? Ja, Master Paul. Ich kenne da so einen zwielichtigen Droidenschmied. Ein Droidenschmied? Er ist auf Kijimi. Okay, zum Druidenschmied nach Kijimi. Das wird der nächste Planet sein. Was ist der letzte Planet? Alles klar, ich weiß, was wir tun sollten. Und der Rotenbart. Die Weihnachtsedition. Mir nach. Ich kenne den Weg. Also ungefähr. Ist schon eine Weile her. Die erste Ordnung holt die Leute aus ihren Häusern. Ray. Hoffentlich haben sie unseren Droidenschmied. Komm, unterscheiden wir mit denen. Mit den Klamotten. Was gibt's hier Tolles, wo wir nicht rein können? Geh in Deckung, aber bleib dicht bei mir. Pass auf, das Tor hat keinen Saft. Der Energiekern ist wohl rausgefallen. Aufmachen! Erstmal klopfen. Hanna Winky, du machst. Ich weiß nicht, was er sagt. Schnappt ihn! Ah, nur warte! Ich glaube, hier müssen wir wieder schießen, Moon. Der Netzdingens. Ich hab bloß keine Idee wie. Da sind Kampfläufer. Sieh zu, dass sie dich nicht sehen, sonst ist schnell die ganze erste Ordnung hinter uns her. Finn. Way. Ah, das ist die erste Ordnung, die wir wohl gesehen. Sehr schön. Und ich komme mal hier jetzt weiter. Was machen wir jetzt hier? Wir haben eine Batterie.
Kann man die dort gebrauchen? Gehen wir. Besser hier nicht zu lange stillstehen. Schleich dich von hinten an die Truppler ran und schalte einen aus. Ich nehme den anderen. In Deckung, schnell! Wart mal kurz. Siehst du die Späher da? Du schießt einen ab und ich den anderen. Aber bleib in Deckung, damit sie dich nicht sehen. Ich sehe die Späher nicht mal. Ach, da oben. Ich dachte, du wirst den anderen abschießen. Das läuft bis jetzt ja ziemlich gut. Das wird sich sehr bald ändern. Vertrau mir. Nächste drauf. Achso, ja, hier. Das mal rausnehmen. Das war auch, glaub ich, hier oben irgendwo. Mach mal halblang. Es ist für die Rettung der Galaxis. Ich gehe rauf aufs Dach und sehe mal nach, wo es lang geht. Okay, müssen wir uns irgendwie einen Tritt bauen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, hier gibt es ein Minikit. Da müssen wir hin. Minikit. Auf dem Dach. Nicht hinein. Chuba! Chulofanki. Down of Kijim. Die Ritter von Ren haben uns ein Bild von ihr gezeigt. Holen wir uns die Belohnung. Nahkampf kriegen wir die auch hin. Können wir einen davon kontrollieren? Kämpf du mal gegen deine Freunde. Das bringt ja nicht viel. Sehr gutes Versteck. Oh, mit Kiste. Du meine Güte. Bitte deaktiviert mich nicht. Ich kenne diese Leute nicht. Wirklich. Weitergehen, Goldjunge. Das hier ist nichts für Droiden. Na, ich bin sowas. Wieso verstecken, wenn wir sie auch besiegen können? Für die erste Ordnung! Manchmal will sie einfach nicht kämpfen. Manchmal hängt das Laserschwert. Hab gehört, du wurdest am Mönchstor gesehen. Ich dachte, er kann nicht so dumm sein, zurückzukommen. Leute, das ist sorry, das sind Ray und Finn. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Kann dir zwar egal sein, aber ich mag dich. Ich bin C3PO. Roboter Mensch. Wir sind auf der Suche nach Babu Frick.
Kampfwaffe. Bleib dicht hinter mir. Das war's. Los, die Treppe rauf. Da brauchen wir eine Batterie für. Ja. Ich hab ihn. Los, gehen wir. Bewegung. Eine Batterie vielleicht. Oder so. Irgendwo eine Batterie. Ja, auch nicht. Ja, ach so, sind die Batterien. Na toll. Warte, Ray, kannst du deine Hochhebsache bei dem Tor da machen? Du meinst die Macht? Natürlich. Ja, die Macht. Also, kannst du? Wir gehen über die Dächer und versuchen, ein paar von den Truppen abzuholen. Fragte er, während ich schon dabei war. Das Versteck ist auf der anderen Seite des Hofs. Wir treffen uns dort. Das Mädchen auf dem Foto sucht ihr? Also hier war noch nichts von ihr zu sehen. Die Ritter von Kaido sind wohl später dran. Dürfen wir jetzt noch nicht bekämpfen. Toll, unsere Chance, unentdeckt dorthin zu kommen, ist nicht gerade groß. Egal, solange wir hinkommen. Wer redet denn von unentdeckt? Los. Sturmtruppe, der andere Sturmtruppe auf dem Dach pflücken. Damit habt ihr nicht gerechnet. Noch geschossen. Und wo wird hier geschossen? Ach so, da. Barrikade aufzubauen. Das könnten wir machen. Wir haben genug Zeug hier zum Verbleiben. Irgend noch Unterhosen. Sollten wir über den Hof kommen. So geht es natürlich auch. Unten, oben, rechts, rechts. Achtung! Die Gesuchten sind definitiv
nicht in diesem Hof. Also, such woanders. Ja, sehr gut. Oder putz eure Blaster. Oder mach irgendwas. Oh. Wir finden eine Party statt. Beeilung. Ach, musstet ihr etwa von... Scheint, er hat etwas im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Babu, kriegst du ihn dazu, es zu übersetzen? Droidengedächtnis wird gelöscht. Weg, weg. Oh. Das ist was schlecht. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick auf meine Freunde. Oh, oh. Rens Zerstörer. Chewie. Er lebt. Die Synchronisation von dem Spiel ist ein bisschen scheiße. Der Wegfinder des Imperators ist in der imperialen Kammer. Auf einem Mond im Endosystem. An der Südküste. Nur diese Klinge ist vergessen. Wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Wir müssen los. Ho. Landeprivilegien für jedes Schiff. Geh, hilf deinem Freund. Ja, C3PO, nein. Der wäre verschlossen. War ich den nicht geschafft? Neue Anweisung haben wir hinbekommen. Und einen den Kids. Und da war Protokolldroide C3PO. C3PO rote Augen. Oha. Finn im Mantel. Po im Mantel. Ray im Mantel. Ich wollte gerade sagen. Zuri Bliss haben wir auch noch. Sehr schön. Unser Plan ist also, im Hangar zu landen, als wäre das das Normalste der Welt. Ja, wenn die Plakette funktioniert. Hier lang. Vernichtet sie. Unsere Tarnung ist noch gar nicht aufgeflogen. Ihr habt uns erlaubt, hier drin zu landen. Das Spiel wird ungenau. Stats einsammeln. Holst du 4 Millionen? Oha! Nice. Mit einem Schuss einen Krieger zerlegt. Oha. Wir können durch die Gänge. Super Stats hier quer durch die Gänge. Ja. Wäre einmal zerstört. Haltet sie auf! Wo geht's lang? Keine Ahnung. Folgt mir. Team zerstören. So, Finn geht jetzt alleine weiter. In das Team. Das Mädchen! Schnappt sie! Ey! Nicht Finn misgendern hier. Das Mädchen. Also. Finn ist doch kein Mädchen. Mit Chewbacca. Ja,
Warum hat uns der Pfeil wieder zurückgeführt? Sammeln. Wir sind hier mal wieder gelb-gelb. Im Video spielen immer schön gelb-gelb sein. Reich an Stats. Wir brauchen mal eine Way. Okay. Macht sie das auch mit uns? Weiter. Nächstes Level. Wookie-Rettung. Der Dolch ist auf dem Schiff. Wir brauchen ihn. Wir treffen uns im Hangar. Mhm. Nur die Hälfte der Worte war richtig. Der Dolch ist auf dem Schiff. Ja, aber wir brauchen ihn nicht. Kommt nur Nutzer. Wraith, wo auch immer du bist. Es ist schwer, dich zu finden. Es ist schwer, dich loszuwerden. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, um dich zu beschützen. Nein! Ray, sei tapfer. Hier bist du in Sicherheit. Das verspreche ich dir. Komm zurück! Sie haben dich verkauft, um dich zu beschützen. Nein! Es war Palpatine, der deine Eltern entführen ließ. Er hat nach dir gesucht. Sie ist nicht auf Jakku, sie ist fort. Da bist du also. Alle 90 noch ein Stopfen. Sie wollen den Wookie befreien. Haltet sie auf! Das ist der richtige Weg. Also die Barrikaden sind auch hier völlig unnütz zum Spielen. Noch nie gebaut. Er muss da drin sein. Als ob man hier mal taktisch, als ob man hier in Lego Star Wars taktisch vorgeht und taktisch sich hinter Barrikaden versteckt und dann hier. Kämpfe bevor sie zu begeht. Ich laufe einfach hinter die rein und dann. Und die Bomben von denen bringen ja auch fast nichts. Halt den quasi die Knarre direkt in die Fresse und schießt dann ab. Klar sind wir hier, um dich zu holen, Chewie. Lass die Waffen fallen, sofort. Die Waffen weg! Hallo, Freunde. Beseitigt sie. Ich bin der Spion. Was? Ich will, dass Kylo Ren verliert. Wo sind die anderen? Sie sind nicht zurückgekommen. Dann finde sie. Los. Das ist über der andere Tierjäger. Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst.
Ich weiß es. Ist aber der falsche Ort. Es findet woanders statt. Oben ohne Kylo. Yay. Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. Nein, nicht der Pumpel.